Im Februar 2013 überraschte Papst Benedikt die Welt mit seinem Rücktritt. Als erster Papst seit 600 Jahren. Die Ereignisse, die sein Pontifikat scheitern ließen, fordern die katholische Kirche bis zum heutigen Tag heraus. Die katholische Kirche und der Papst gelten als höchste moralische Autorität der Welt. Wenn sie beschädigt wird, dann ist das eine ernste Angelegenheit. Als der Hubschrauber ihn zur päpstlichen Residenz in Castel Gandolfo flog, hinterließ Benedikt eine Kirche in tiefer Krise. Die Kirche bewegte sich im Kreis. Aber im Kreis zu laufen, führt nirgends hin. Es geht um Verbrechen, Korruption und Vertuschung. Da wusste ich, dass Benedikt eine sehr, sehr schwache Person war. Es geht um sexuelle Heuchelei. Wir waren in diesem Haus, wo sie die ganze Nacht Sex hatten. Und er nahm seine Utensilien heraus und begann, die Messe zu feiern. Und es geht um vertrauliche Dokumente, die von einem erbitterten Machtkampf zeugen. Der Vatikan ist voller Lügner, Betrüger und Menschen, die sexuell unmoralisch sind. Jetzt muss ein neuer Papst den Machtkampf austragen, der seinen Vorgänger überfordert hat. Nur so kann er die Kirche endlich aus der Krise führen. Wenige Wochen vor seinem Rücktritt statteten drei Kardinäle Papst Benedikt einen Besuch ab. Sie überbrachten ihm ein Dokument, die Zusammenfassung einer internen Untersuchung der geheimen Machenschaften im Vatikan. Die Kardinäle hielten die Ergebnisse für so schwerwiegend, dass sie die Zukunft der Kirche in Gefahr sahen. Ich glaube, Benedikt der 16. hatte einfach keine Energie mehr. Die Aufgabe war zu groß. Er hat gewissermaßen das Handtuch geworfen. Er konnte nicht mehr. Als Kardinal Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde, versprach er einen neuen Anfang für eine Kirche, die bereits tief in Skandale verstrickt war. Benedikts erste Bewährungsprobe war der Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Und er versprach energisches Durchgreifen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, wie Kardinal Ratzinger 2005 all den Schmutz innerhalb der Kirche verurteilte. Er sagte, nicht die Menschen von außerhalb sind es, die den Schmutz in die Kirche bringen. Nein, wir selbst sind es, die die Kirche verschmutzen. Er wusste viel über den Schmutz in der Kirche. 24 Jahre lang hatte Kardinal Ratzinger die Glaubenskongregation geleitet, zuständig für kirchliche Lehre und Disziplin. Berichte über viele schwere Missbrauchsfälle waren über seinen Schreibtisch gegangen. Als Papst hatte er nun Gelegenheit, den Opfern endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Vor allem ein Fall verlangte entschiedenes Handeln. Ein paar Kilometer außerhalb Roms liegt eine Hochschule, die von einem der reichsten Orden der katholischen Kirche geleitet wird, den Legionären Christi. Ihr Gründer ist Pater Marcial Maciel de Goiado. Der Orden präsentierte Maciel als charismatischen Führer. Doch bereits als Glaubenspräfekt lagen Kardinal Ratzinger Hinweise vor, dass Marcial Maciel auch ein Kinderschänder war. Der Fall Maciel ist eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte der Kirche. Ohne Zweifel. Einige der Beweise, die Kardinal Ratzinger vorgelegt worden waren, hatte Pater Juan Vaca gesammelt, der als Junge in einem Knabenseminar von Pater Maciel erzogen worden war. How
Nach dem Abendgebet in der Kapelle sagte einer meiner Kollegen: Nuestro Padre, unser Vater, möchte, dass du in sein Schlafzimmer gehst. Ich ging hin. Er war schon im Bett. Er nahm meine Hand und sagte: Bitte massiere mir meinen Bauch, weil ich schreckliche Schmerzen habe. Er sagte: Weiter unten, weiter unten. Schließlich berührte ich seinen Penis und er bekam eine Erektion. Ich fühlte mich wie versteinert, ich war unter Schock. Nach ein paar Sekunden sagte Marcel: So, jetzt geht es mir viel besser. Du kannst gehen, geh schlafen. Juan Vaca musste miterleben, wie Pater Marcel auch viele andere Jungen sexuell missbrauchte. Jahre später, als er bereits Priester war, schrieb Vaca einen Bericht über die vielen Fälle sexuellen Missbrauchs durch Pater Marcel und schickte ihn an den Vatikan. Wir wussten, dass der Brief angekommen war, denn wir schickten ihn mit der Diplomatenpost. Wir bekamen eine Protokollnummer als Quittung. Aber es gab keine Antwort. Keine Antwort auf meine Informationen. Nichts. Im Laufe von 3 Jahrzehnten schickte Vaca weitere Briefe, aber nichts geschah. Todos muy fuertes. Ihr seid alle Söhne und Töchter von Pater Marcel. Inzwischen wuchs der Einfluss der Legionäre Christi. Sie verehrten Marcel weiter als hochgeschätzte Persönlichkeit und engen Vertrauten von Johannes Paul II. Der pries Marcel als hervorragenden Führer der Jugend. Da war für mich das Maß voll. Wenn Johannes Paul II. Mit einem Pädophilen, Kinderschänder und Verbrecher Freundschaft pflegte, dann war dies das Ende. Die Opfer Marcels gingen an die Öffentlichkeit. Ratzinger war für die Untersuchung der Missbrauchsfälle verantwortlich. Fragen blockte er ab. Kommen Sie zu passender Zeit zu mir, nicht jetzt. Durch Johannes Pauls öffentliche Rückendeckung für Marcel waren Ratzinger die Hände gebunden. Erst kurz vor seiner Wahl zum Papst leitete er schließlich eine Untersuchung ein. Sobald er Papst wurde, war die Frage: Wie geht er mit diesem Mann um? Er hat ihn nicht verbannt. Er hat ihn nicht aus der Priesterschaft entfernt, wie das mit anderen Priestern geschah. Sondern er lud ihn ein, so drückte es der Vatikan in seinem Kommuniqué aus, den Rest seines Lebens in Gebet und Buße zu verbringen. 2008 starb Pater Marcel in den USA. Er war aus Rom geflohen. Bei der Bekanntgabe seines Todes erwähnte der Vatikan Marcels Verbrechen mit keinem Wort. Kein Wort der Entschuldigung für seine Opfer. Right there. Da wusste ich, dass Benedikt eine sehr schwache Person war. Ich will nicht sagen, dass er ein Feigling war, aber er war ein sehr, sehr schwacher Mensch. Während Benedikts Pontifikat wurde das volle Ausmaß der Missbrauchsfälle und deren Vertuschung deutlich. Neben Pater Marcel wurden tausende anderer Priester in der ganzen Welt überführt, Kinder in ihrer Obhut sexuell missbraucht zu haben. Papst Benedikt entschuldigte sich öffentlich. Ich weiß von dem immensen Leid, das durch den Missbrauch von Kindern verursacht wurde, innerhalb der Kirche und durch ihre Diener. Vor allem möchte ich den unschuldigen Opfern mein tiefes Bedauern ausdrücken. Die Schande des Kindesmissbrauches hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Kirche, nicht nur im Westen, sondern weltweit. Die katholische Kirche und der Papst gelten als höchste moralische Autorität der Welt. Wenn sie durch Skandale beschädigt wird, dann ist das eine ernste Angelegenheit für die gesamte katholische Kirche.
Bald nach Benedikts Entschuldigung drohte seinem Pontifikat neues Unheil durch einen weiteren Skandal, ausgelöst durch die kompromisslose Ablehnung der Homosexualität. Die katholische Kirche lehrt, dass homosexuelle Handlungen für Katholiken eine schwere Sünde sind. Als Glaubenspräfekt hielt Kardinal Ratzinger an dieser Lehre fest. Auch nach seiner Wahl zum Papst änderte sich nichts an seiner Position. Die unnachgiebige Haltung der Kirche gegenüber Homosexualität erregte die Aufmerksamkeit von Journalisten, die den Vatikan schon lange im Verdacht hatten, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. 2010 sprach einer der führenden investigativen Journalisten Italiens mit einem Freund, der Sex mit einem schwulen Priester gehabt hatte. Der Priester sagte, hey, am Samstag gibt es eine Party hier in Rom, in einem Club in Testaccio, mit mir und vielen anderen Priestern. Wir haben auch zwei Callboys aus Turin als Animateure gebucht. Wenn du willst, dann komm doch mit. Wäre toll, wenn du uns begleiten könntest. Abate ging mit seinem Freund auf die Party und nahm eine versteckte Kamera mit. Ich wollte eine Geschichte für meine Zeitung schreiben. Es ging mir nicht um den einzelnen Priester und sein verborgenes Sexualleben, ob er homosexuell oder heterosexuell war. Das Thema meiner Geschichte war die katholische Kirche, ihre Doppelmoral. Der Priester, der die Party organisiert hatte, begrüßte sie zusammen mit den beiden Callboys. Ich hielt die Hälfte der Leute dort für Priester. Und das blieb keine bloße Vermutung. Sie stellten sich selbst als Priester vor. Einige der Priester arbeiteten im Vatikan, andere in vatikannahen Institutionen. Nach der Party gingen wir alle ins Haus meines Freundes. Dort schlossen sich mein Freund und ein französischer Priester in einem Zimmer ein. Und ich ging nebenan schlafen. Abates Freund und der Priester hatten Sex. Am folgenden Tag filmte Abate weiter. Und dann kam der Moment, den ich am schockierendsten fand. Der Moment, der mir zeigte, was hier wirklich abging. Wo mir wirklich die Augen aufgingen, dass es hier nicht nur um Sex ging. Denn in diesem Moment öffnete der französische Priester eine Art Reiseset mit all den Utensilien, die er benötigte, um die heilige Messe zu feiern. Da waren wir also in dieser Atmosphäre, in diesem Haus, in dem sie die ganze Nacht Sex gehabt hatten, mit dem Mann in seinem Priestergewand. Und er nahm seine Utensilien und begann, Gottesdienst zu feiern. Abates Bericht machte weltweit Schlagzeilen. Doch die katholische Kirche wiegelte ab. Nur ein paar Einzelfälle. Aber die Geschichte kommt vielen schwulen Männern in Rom bekannt vor. Nach Mitternacht wird die schwule Szene hier in Rom richtig lebendig. Und dann geht es bis früh in den Morgen. Giuliano, er heißt in Wirklichkeit anders, arbeitet im Vatikan und hatte Beziehungen mit mehreren schwulen Priestern. Hier in Rom ist es sehr einfach, einen schwulen Priester zu treffen. In einem Bus, in einer Kirche, auch im Petersdom. Es ist noch einfacher, wenn man in schwule Clubs oder Bars geht. Man sieht sie in der Bar und dann am nächsten Sonntag am Altar. Ein großer Teil der Hierarchie ist homosexuell. Auf den höchsten Ebenen der vatikanischen Verwaltung, der Kurie, sind viele Bischöfe und Erzbischöfe schwul. Für viele Kenner des Vatikans ist es rätselhaft, wie eine Kirche mit solch rigiden Ansichten über Homosexualität so viele schwule Priester beschäftigen kann.
Die meisten Katholiken auf der ganzen Welt wollen nicht glauben, dass der Vatikan so ist, wie er ist. Eines der größten Probleme in der gesamten hierarchischen Struktur ist diese Scheinheiligkeit der vielen Homosexuellen, der schwulen Männer. Das bedeutet nicht, dass sie alle sexuell aktiv wären, sondern es geht um ihre sexuelle Orientierung. Ob sie Angst davor haben, ob sie sie verabscheuen, kurz und gut, wie sie dazu stehen. Francesco Cacace hatte eine schwule Beziehung mit einem Priester, der seitdem in eine leitende Position im Vatikan aufgestiegen ist. Der Priester rechtfertigte sein Doppelleben mit einer konservativen Theologie. Er sagte mir, dass er mir nur seinen Körper gebe, aber dass seine Seele dem Altar gehöre oder Gott. Diese Unterscheidung fand ich schon etwas seltsam. Aber er meinte zu mir, ich bin Priester. Andererseits habe ich dieses Bedürfnis. Ich werde es befriedigen und dann bin ich wieder Priester. Ein bisschen wie mit dem Priestergewand. Wenn ich es trage, bin ich Priester. Wenn nicht, bin ich wie jeder andere. Aber der gleiche Priester verlangte von schwulen Katholiken, dass sie ihre Sexualität unterdrückten. Ich habe eine Menge Heuchelei erlebt. Hier in Rom gibt es regelrecht eine Kultur stillschweigender Zustimmung. Nach dem Motto, wir wissen es, aber wir reden nicht darüber. Je weniger man sagt, desto besser. Benedikts Überzeugung, schwule Männer sollten kein Amt in der Kirche bekleiden, verunsichert homosexuelle Priester, die versuchen, zölibatär zu leben. Vater Angelo, es ist nicht sein richtiger Name, ist ein schwuler Priester, der im Vatikan arbeitet. It's like a knife in your heart. Es ist wie ein Messer im Herzen. Es tut weh. Ich kann diese schizophrene Haltung der Hierarchie gegen Schwule nicht verstehen, wenn so viele Priester selbst schwul sind. When a lot of priests are gay. That is something I cannot. Ich kann das nicht verstehen. Ich hoffe, dass irgendwann mal Priester offen in einer Beziehung leben können. Dass der Zölibat eine Sache der freien Entscheidung wird. Viele schwule Männer im Vatikan sind wirklich gute Leute. Sie leben ehelos, haben keinen Sex, kämpfen darum, gute Priester zu sein. Aber diese Nichts-Fragen-Nichts-Sagen-Kultur ist typisch für den Vatikan. Solange man diskret ist, schert sich niemand darum, was man tut. Während Benedikts Pontifikat drangen immer wieder Berichte über das Doppelleben schwuler Priester im Vatikan an die Öffentlichkeit. Zusammen mit dem Skandal um den sexuellen Missbrauch verfestigten die Vorwürfe von Doppelmoral, Heuchelei und Vertuschung immer mehr das Bild eines schwächelnden Papstes. Wir haben hier einen Papst, der von der Liebe Gottes redet, von Nächstenliebe und Aufrichtigkeit, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Und dabei sehen wir ein Haus voller Lügen. Doch folgenschwere Ereignisse innerhalb des Vatikans sollten die Kirche und ihre Führung bald in eine noch tiefere Krise stürzen. Dieses Mal ging es nicht um Sex, sondern um zweifelhafte Finanzgeschäfte. Der Vatikan ist ein unabhängiger Stadtstaat mitten in der italienischen Hauptstadt. Er funktioniert wie eine mittelalterliche Monarchie. Dies hier ist eine bewachte Staatsgrenze. Italiens Behörden haben hier keine Befugnisse. Der Vatikan hat auch seine eigene Bank, untergebracht in einem mittelalterlichen Turm. Offiziell heißt die Vatikanbank Institut für die religiösen Werke. Bis vor kurzem galt sie als undurchsichtigste Bank der Welt. Beliebt bei geistlichen und kirchlichen Organisationen, aber auch bei Freunden der Kirche, die von ihrer Verschwiegenheit profitierten.
Politiker und Unternehmer benutzten die Vatikanbank als Offshore-Einrichtung, um ihr Geld zu verstecken, zu waschen und um keine Steuern zu zahlen. Alle, die ihr Geld bei der Vatikanbank anlegen, haben Gründe dafür. Sie können so den Betrag geheim halten oder die Anzahl der Transfers. Es ist ein ideales Versteck für Leute, die viel Geld haben und es bewegen wollen, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Aufsichtsbehörden vermuteten, dass korrupte Vatikanbankangestellte Geld für die Mafia und international sanktionierte Staaten wie den Iran bewegten. Nello Rossi ist ein mächtiger Mann in Italien. Unter seiner Beobachtung stehen die Mafia, korrupte Politiker und die Vatikanbank. Es gab keine Aufsicht über die Vatikanbank und sie hatte sich vor niemandem zu rechtfertigen. Damals war keine Form der Zusammenarbeit möglich. Wir bekamen nicht einmal eine Antwort auf unsere Briefe. Nach dem Finanzcrash wurden die europäischen Bankenvorschriften verschärft. Nur die Vatikanbank widersetzte sich. Die Aufsichtsbehörden entschieden, die Bank zur Zusammenarbeit zu zwingen. Die italienische Finanzpolizei begann, verdächtige Transaktionen zwischen der Vatikanbank und internationalen Banken zu beobachten. Wenn wir in dieser Abteilung einen Hinweis auf eine verdächtige Transaktion bekommen, wenn wir feststellen, dass nichts im Profil des Verdächtigen die entsprechende Transaktion rechtfertigt, dann leiten wir eine Untersuchung ein. Die Finanzpolizisten überwachten Telefone, inspizierten Bankkonten und beschatteten Verdächtige. Schon bald entdeckten sie viele ungewöhnliche Aktivitäten. Daraufhin beschloss die Behörde, eine auffällige Überweisung von 23 Millionen Euro an eine italienische Bank als Testfall zu nutzen. Die Beamten wollten wissen, wem das Geld gehörte. Dies war ein entscheidender Moment, denn die Vatikanbank musste uns sagen, wer der Eigentümer dieser riesigen Geldmenge war. Doch die Bank schwieg. Die Vatikanbank gab uns keine ausreichenden Informationen, sodass die Staatsbank das Geld einfror und die Staatsanwaltschaft informierte. Diese beschloss, das Geld zu konfiszieren im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes. Papst Benedikt wollte eine Reform. Er machte Gotti Tedeschi, einen angesehenen italienischen Bankier, zum Präsidenten der Vatikanbank, um sie unter Kontrolle zu bringen. Papst Benedikt wollte mit diesen Machenschaften aufräumen. Er wollte neue Anti-Geldwäschemaßnahmen, ein ganz neues Kontrollsystem. Gotti Tedeschi erklärte, dass künftig alle Vorschriften und Normen eingehalten würden, um die Vatikanbank in Übereinstimmung mit den übrigen europäischen Banken zu bringen. Aber Tedeschi war nicht der einzige Berater Benedikts in Finanzfragen. Benedikt hatte seinem Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone große Macht verliehen. Bertone blockierte die Reformen, um eine eingehendere Untersuchung der Bank und ihrer Vergangenheit zu verhindern. Bertone war unerbittlich. Nein, wir werden Ihnen nur das zeigen, was wir von jetzt ab tun. Aber Sie haben kein Recht, sich die Sachen aus der Vergangenheit anzusehen. Alle Transaktionen der Vergangenheit waren ausgenommen. Das war eine drastische Einschränkung der uns zugänglichen Informationen. Die italienischen Behörden warnten internationale Banken davor, weiter Geschäfte mit der Vatikanbank zu machen. Kurz vor Benedikts Rücktritt wurden die Geldautomaten der Vatikanbank abgeschaltet. Kirchenführer außerhalb des Vatikans waren entsetzt.
Wir waren traurig und wir sagten, dass sich die Dinge im Vatikan ändern müssen. Wenn Geld heimlich kommt und geht, dann ist das sehr schlecht. Das ist krank. Ein immer gebrechlicher wirkender Papst schien zunehmend überfordert damit zu sein, einen durch Machtkämpfe und Intrigen gespaltenen Vatikan zu regieren. Er ist ein schüchterner, sehr freundlicher Mann. Und sie machten ihn zum Papst. Josef Ratzinger hätte noch nicht einmal Bischof sein sollen. Ihm fehlte einfach die Begabung dafür, die Ausstrahlung. Er hatte absolut keine priesterliche Erfahrung. Er ist Theologe. Ich kannte ihn als sehr intelligenten Menschen, als brillanten Theologen. Aber ich weiß noch, wie ich zu einem Kollegen sagte: Schau mal, wie alt der Papst aussieht. Es kam so plötzlich. Anfang 2012 wird Papst Benedikts Autorität auf die bis dahin schwerste Probe gestellt. Der Fernsehjournalist Gianluigi Nuzzi erhielt einen mysteriösen Anruf. Der Anrufer sagte, er habe Informationen, die er an die Öffentlichkeit bringen wollte. Nuzzi traf sich mehrmals mit Vermittlern. Schließlich luden sie ihn zu einer Autofahrt ein. Sie umfuhren die Piazza Mazzini einige Male, um sicherzustellen, dass uns niemand folgte. Später verstand ich den Grund. Ich sollte eine bestimmte Person treffen. Und es wäre sehr gefährlich gewesen, wenn jemand gewusst hätte, dass diese Person mich sehen wollte. Nuzzi wurde in eine Wohnung geführt. Ich ging mit diesen Fremden in eine Wohnung. Sie war nicht möbliert, es war eine leere Wohnung. Nur ein Korridor, den wir entlang gingen, bis wir in ein Zimmer mit nur einem Stuhl kamen. Da saß meine Quelle und wir fingen an zu reden. Die Quelle war Paolo Gabriele, der Kammerdiener des Papstes. Er sagte Nuzzi, dass er das Böse im Vatikan bekämpfen wolle. Er gab Nuzzi tausende Kopien vertraulicher Dokumente. In den folgenden Monaten veröffentlichte Nuzzi immer mehr geheime Dokumente. Die Weltpresse hatte ihre Schlagzeile: Vati Leaks. Ich veröffentlichte Dokumente und Berichte über Korruption, Skandale, Betrug, Vetternwirtschaft, Pädophilie, sexuellen Missbrauch, Eigennutz. All die Themen, über die seit so vielen Jahren, seit zu vielen Jahren, niemand im Vatikan sprechen wollte. Die Dokumente bewiesen, dass es im Vatikan Vetternwirtschaft gab, Sexpartys, päpstliche Gefolgsleute, die mit Chorsängern im Petersdom liiert waren. Sie bewiesen, dass Freunden von Bischöfen im Vatikan riesige Aufträge zugeschanzt worden waren. Monsignors and bishops inside the Vatican. In einer Reihe von Briefen an den Papst beklagte sich einer der obersten Beamten des Vatikans, Erzbischof Vigano, über weit verbreitete Korruption, Profitgier und gefälschte Kostenabrechnungen. Er beklagte sich auch darüber, dass Kardinal Bertone ihn versetzen wollte. Dies wäre ein verheerendes Signal für diejenigen, die im Vatikan aufräumen wollten. Vatileaks war katastrophal für die ganze Kirche, weil es zeigte, dass im Kern der Kirche etwas faul war. Die ganze Vatileaks-Affäre warf einen Schatten auf Benedikts Pontifikat. Einige meiner Kontakte und Freunde im Vatikan, Menschen, die ich seit 20 oder 25 Jahren kenne, sagten, das ist eine Katastrophe. Das war der Begriff, den sie wählten. Eine Katastrophe. Das
Als Reaktion darauf beauftragte der Papst drei Kardinäle damit, eine Untersuchung über die Veröffentlichung und den skandalösen Inhalt der Dokumente einzuleiten. Die Spur führte schnell zu Nuzzis Quelle, dem Kammerdiener Paolo Gabriele. Gabriele wurde des schweren Diebstahls angeklagt. Im Oktober 2012 begann im Vatikan der Prozess. Den Medien wurde das Bild einer sorgfältigen Untersuchung vermittelt. Allerdings fragte niemand, ob Gabriele womöglich Teil einer Verschwörung war, die Kardinalstaatssekretär Bertone oder sogar dem Papst schaden sollte. Es lief ab wie nach Drehbuch. Alles sollte so aussehen, als ob der Diener die Dokumente alleine ausgewählt und sie aus dem Vatikan herausgeschmuggelt hätte. Dieser Eindruck sollte vermittelt werden. Ich war bei dem Prozess dabei. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, glaubte wirklich, dass es der Diener war. Er war ein Sündenbock. Er hat Dokumente veröffentlicht, die in Sprachen geschrieben waren, die er nicht spricht. Woher konnte er wissen, dass sie wichtig waren? Es war eine geplante Aktion, um den Vatikan zu diskreditieren, um den Konflikt mit Kardinalstaatssekretär Bertone öffentlich zu machen und um zu zeigen, wie schwach die Führung von Papst Benedikt war. Paolo Gabriele wurde für schuldig befunden und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Papst Benedikt befahl den Kardinälen, ihre Untersuchung weiterzuführen, unter strengster Geheimhaltung. Der Papst war jetzt 85 Jahre alt und dachte an Rücktritt. Er sagte zu seinem Kardinalsstaatssekretär: Ich kann nicht mehr weitermachen, weil ich so schwach bin. Ich habe nicht mehr genug Kraft. Aber sagen Sie dies niemandem. Don't say this to anybody. Am 17. Dezember 2012 übergaben die Kardinäle Papst Benedikt ihren Untersuchungsbericht. Zu diesem Zeitpunkt dachte der Papst bereits seit 9 Monaten über seinen Rücktritt nach. Benedikt hatte einen Neuanfang versprochen. Doch ihm war klar geworden, dass er diese Aufgabe nicht mehr bewältigen würde. Man kann sagen, dass Regieren vielleicht nicht seine Stärke war. Es fiel ihm schwer. Als er sagte, ich trete wegen meines Alters und meiner Schwäche zurück und aus Mangel an Kraft angesichts all dieser Herausforderungen, ich glaube, dass er da sehr ehrlich, sehr offen, sehr mutig war. Mit einer Messe im Petersdom am 28. Februar 2013 trat Benedikt als Papst zurück. Als erster Papst seit 600 Jahren. Wir waren traurig. Wir fragten uns, wie geht es weiter? Nach all den Problemen im letzten Jahr Benedikts, jetzt tritt er zurück. Was wird jetzt passieren? Ego Johannes Battista Cardinalis Re. Die Kardinäle mussten nun einen neuen Papst wählen. Die Atmosphäre war die angespannteste, die ich jemals gespürt habe, wegen all der Probleme, mit denen sich die Kirche konfrontiert sah. Den Kardinälen war bewusst, dass die Kirche und die Art, wie sie geführt wurde, dringend reformiert werden mussten. The credibility of the church. Wenn die Glaubwürdigkeit der Kirche in Gefahr ist, was muss man dann tun? Jeder wusste, dass es nötig war, vieles zu ändern. Und deshalb wurden Stimmen laut, die sagten, es ist notwendig, die Kurie zu reformieren. Viele Kardinäle wünschten sich einen Papst, der nicht aus dem Vatikan kommt und nicht in seine Skandale verwickelt ist. Nach nur 5 Wahlgängen stieg weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle.
1,2 Milliarden Katholiken hatten einen neuen Papst, Franziskus. Er kam aus Argentinien. Seit über 1200 Jahren war er der erste Nicht-Europäer, der zum Papst gewählt wurde. Lange sagte er gar nichts. Er schaute auf die Menge, als ob er dachte, ich kann kaum glauben, dass ich es geworden bin. Niemand kannte ihn. Die Leute auf dem Platz googelten, wer ist er? Wo kommt er her? Ich war dort, auf dem Balkon des Petersdoms, als er sagte, guten Abend. Good evening. Fratelli e sorelle, buonasera. That was amazing. You can't imagine. Das war unglaublich. Sie können sich die Reaktion dieser riesigen Menschenmenge auf dem Petersplatz nicht vorstellen. Sie erwarteten eine theologische Botschaft und sie fanden jemanden, der Wärme ausstrahlt, Nähe. Sie konnten spüren, das ist einer von uns. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Er sagte, ich werde euch segnen. Aber bevor der Bischof die Menschen segnet, bittet er selbst um einen Segen. Er sagte, ich möchte, dass ihr für mich betet. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Von Anfang an schlug Franziskus einen völlig neuen Ton an. Am Gründonnerstag wusch er die Füße junger Gefangener, darunter auch die einer muslimischen Frau. Mit symbolischen Gesten wie dieser machte er deutlich, dass er eine ganz andere Kirche zu führen beabsichtigte. Der neue Papst besuchte die Stadt Assisi, wo der heilige Franziskus vor 800 Jahren sein Leben den Armen gewidmet hatte. Von diesem Heiligen übernahm der neue Papst seinen Namen. Sein Pontifikat sollte vor allem mit dem Kampf gegen die Armut verbunden sein. Wir wollen kein globalisiertes Wirtschaftssystem, das uns so sehr schadet. Im Zentrum müssen der Mann und die Frau stehen, so wie Gott es will, und nicht das Geld. Franziskus ging daran, den Vatikan und seine Bürokratie zu reformieren. Dafür holte er sich einen alten Freund aus Lateinamerika. Er lud mich zum Mittagessen ein und sagte, ich will eine Kommission aus Kardinälen bilden, die mir bei der Reform der Kurie helfen soll. Und dann fragte er mich, würdest du es dir zutrauen, diese Kommission zu führen? Und ich sagte, Heiliger Vater, wenn Sie es wollen, dann werde ich es tun. Eine tiefgreifende Verwaltungsreform ist derzeit im Gange, um die Macht der einzelnen Vatikanbeamten zu beschneiden. Viele Dinge werden sich ändern. Es ist nötig. Man braucht ein sauberes Haus, wenn man gesund leben will. In einem schmutzigen Haus, wo überall Bakterien sind, kann man nicht gesund sein. Auf einem Flug nach einem Besuch in Brasilien überraschte Franziskus die Journalisten mit einer improvisierten Pressekonferenz zur Vatikanbank. Er sagte sehr deutlich, dass er bereit sei, radikale Entscheidungen zu treffen, um in der vatikanischen Bürokratie aufzuräumen. Er schloss die mögliche Schließung der Vatikanbank nicht aus. Er sprach von drei Möglichkeiten: Schließen, aufräumen und ein wenig mehr aufräumen. Ich dachte, wow, sonst sprechen Päpste nicht so mit Reportern. Papst Franziskus kündigte eine Untersuchung der Vatikanbank an und beauftragte ein neues Team damit, internationale Standards einzuführen. Im Juni 2013 wurde Nuncius Carano festgenommen, ein Priester und leitender Buchhalter in der Finanzverwaltung des Vatikans. Scarano soll versucht haben, 20 Millionen Euro falscher Spendengelder mit einem Privatflugzeug aus der Schweiz zu schmuggeln und die Gelder durch die Vatikanbank waschen zu lassen.
Scarano bestreitet die Vorwürfe. Er schrieb dem Papst einen Brief und sagte, dass er unschuldig sei. Der Papst antwortete: Lassen Sie die Justiz entscheiden. Und wenn Sie schuldig sind, dann gehen Sie ins Gefängnis. Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Vatikanbank traten zurück. Über 900 Konten wurden geschlossen. Auf das Thema Homosexualität angesprochen, sagt Papst Franziskus: Ich bin nicht der Richter. Doch er hat die Lehre nicht verändert, wonach praktizierte Homosexualität ein Verstoß gegen das natürliche Gesetz ist und schwuler Sex eine Sünde. Es gibt viele konservative Katholiken, die von solchen Aussagen verblüfft sind. Aber er sagt: Ich bin Sohn der Kirche und ich glaube an ihre Lehren. Das ist etwas anderes, als zu sagen, also ab morgen ist alles cool, Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Er sagt: Ich verurteile dich nicht, wie Christus es tat. Ich bin nicht dein Richter. Ich kenne deine Gefühle nicht. Ich kenne nicht dein Innerstes, nicht deinen guten Willen. Also kann ich nicht über dich richten. Im Februar 2014 verurteilten die Vereinten Nationen den Vatikan scharf für seine andauernde Kultur des Schweigens, die Priestern ermöglichte, ungestraft Tausende von Kindern sexuell zu missbrauchen. Papst Franziskus hat die Rolle der Kirche verteidigt und betont, dass keine Institution mehr getan habe, um Kindesmissbrauch zu bekämpfen. Niemand, weder Benedikt XVI. Noch Johannes Paul II. Und auch nicht Franziskus. Keiner dieser Päpste ging diese Themen offensiv an. Kindesmissbrauch. Sexueller Missbrauch durch Priester. Sie haben immer nur auf die Kritik reagiert, als es schon zu spät war, und dann versucht, den Schlamassel zu bereinigen. Wenn der Papst nicht klar Stellung bezieht und öffentliche Aussagen macht, könnte ihn das lähmen. Im Monat darauf hat der Papst eine Kinderschutzkommission eingerichtet, die Richtlinien für die gesamte katholische Kirche erarbeitet. Jeder Fall soll zur Anzeige kommen. Die Opfer sollen nun auch angemessen entschädigt werden. Innerhalb von 12 Monaten hat Papst Franziskus begonnen, die Kirche aus der Krise zu führen. Es ist ihm gelungen, sie integrativer und herzlicher zu machen. Und er hat wichtige Reformen in Angriff genommen, um Missstände im Vatikan zu beseitigen, die seinen Vorgänger scheitern ließen.